In ein paar Monaten gehen die Forscher nochmal auf den Plein-Mord-Gletscher Schmelzwasser färben. Dann geht es darum, zu schauen, ob sich das Wasser im Frühling einen anderen Weg ins Tal sucht als im Hochsommer. Etwas vom Modernsten, was es gibt auf dem Markt, ist das kleine Ding hier. Es ist eine lichtemittierende Diode, die neueste Technologie, die es gibt. Sie leuchtet so stark, dass es in einem dunklen Raum locker taghell wird. Vor 50 Jahren, als die ersten LEDs rausgekommen sind, konnte man vor so einer Leuchtkraft nur träumen. Dazumal sind munzige Lämpchen, zum Beispiel für die Anzeige in Digitaluhren, das höchste der Gefühle gewesen. Seitdem ist es rasend schnell vorangegangen, nicht zuletzt auch dank Firmen in der Schweiz. Ganz vorne die Geschäftsführung, dann Forschung, Planung, Entwicklung, Vertrieb, schließlich die Produktion. Bei Asetronics in Bern-Bümplitz ist alles unter einem Dach, ja sogar auf einem Boden. Erfolgreich ist Asetronics mit Operationsleuchten. Zum Sortiment gehören aber auch Module für Straßenlampen, Arbeitsleuchten für Zahnärzte und Arztpraxen sowie Lichtmodule für die Autoindustrie, alle auf LED-Basis. Aber was ist überhaupt eine LED? Im Alltag begegnet sie uns zum Beispiel in modernen Taschenlampen. Gehäuse, Batterien, Linsen und das Herzstück, die lichtemittierende Diode, der LED-Chip. Ein winziges Kristallplättchen, meist eine Galliumverbindung, wird zum Leuchten gebracht. Im Querschnitt unter dem Mikroskop sehen wir den Aufbau. Auf einer Kupferschicht sitzt der Kristall, eingebettet in eine Phosphorschicht. Durch Zugabe bestimmter Leuchtstoffe kann jede beliebige Farbe erzeugt werden. Rasend schnell hat sich die Qualität von LEDs in den letzten Jahren verbessert. Längst steht fest, die Sparlampe war nur eine Episode. Also die Effizienz von der LED ist mal höher als die von der Sparbirne. Die Lebensdauer ist wesentlich höher, und zwar um Faktoren, wenn man sie richtig einsetzt. Und nachher ist es nicht Sondermüll, wie das bei der Sparbirne ist, mit Quecksilberdampf. Also die LED bei der Entsorgung, das ist Elektronik, aber es ist nicht Sondermüll in dieser Beziehung. Für diese Operationsleuchte garantieren die Hersteller einen wartungsfreien Betrieb von 50.000 Stunden. Damit diese Vorteile zum Tragen kommen, muss ein Produkt sorgfältig geplant und entwickelt werden. Ganz am Anfang steht die Simulation des Lichts. Hier berechnet ein Elektroingenieur, was nötig ist, um die Anforderungen an die Leuchte zu erfüllen. Was soll ausgeleuchtet werden? Und wie? In welcher Farbtemperatur? André Todt ist Verkaufsleiter und weiß genau, was LEDs heute können und auch, was noch nicht. Sie denken an eine grosse Sportplatzbeleuchtung zum Beispiel, wo ein riesen Flächenlicht ist auf einer grossen Höhe und wo eine grosse Fläche muss ausgeleuchtet werden. Aber hier gilt auch mit der Zeit, da reden wir von den nächsten 2 Jahren, ist auch die Effizienz der LED so weit, dass wir auch Sportplätze ausleuchten können. Aus der Lichtsimulation ergibt sich, wie viele und welche Art Linsen in die Leuchte eingebaut werden müssen. Die Ergebnisse dieser Simulation landen beim Konstrukteur. Er entwirft und designt die Leuchte. Für uns demontiert er sie virtuell bis hinunter zur Leiterplatte, auf der die LED-Chips montiert sind. Diese wird vom Elektrozeichner bearbeitet. Für LEDs typisch ist, dass sie sich nicht nur ein- und ausschalten lassen, sondern eine integrierte Steuerung haben. Man kann in der Elektronik ein Dimmsystem integrieren. Man kann Farbtemperaturen mischen. Man kann individuell abschalten, zuschalten. Aber dazu braucht man eine Elektronik. Entsprechend kompliziert sind die Leiterplatten aufgebaut. Dieser Bestückungsautomat baut LEDs, Stecker, Widerstände und Kondensatoren ein. 60.000 Bausteine pro Stunde. Die Kunst dabei ist es, die Steuerung nicht defektanfälliger zu machen als die eigentliche Leuchtdiode. Denn eine Regel gilt bei LED immer: Ohne Elektronik kein Licht. Und ebenso sicher gilt, wo Licht ist, ist auch Wärme. Im Gegensatz zur Glühbirne entsteht die Wärme aber nicht durchs Licht, sondern als Abwärme des Chips. Es ist wichtig, die Wärme so gut und schnell als möglich vom Chip wegzuleiten. Denn schlechtes Wärmemanagement ist verheerend. Je nachdem geht das Produkt nach einigen Stunden, nach ein paar hundert Stunden oder nach ein paar Monaten
dann massiv zurück. Das heisst, die Leuchtstärke wird viel weniger werden. Das kann schlussendlich zum Totalausfall des Produkts führen. Die Leiterplatte, auf der Hochleistungs-LED-Chips montiert werden, wird deshalb mit allerhöchster Präzision bearbeitet. Nur so können die Chips mit so viel Energie versorgt werden, dass LED-Licht schon bald wirklich überall eingesetzt werden kann. So ein grelles, kaltes Licht, wie wir gerade gesehen haben, will niemand zuhause in der warmen Stube. Zuhause soll es gemütlich sein, das Licht dementsprechend anpasst. Mit LED so etwas anzubringen, ist unmöglich, hat es lange geheissen. Ein Vorurteil, das nicht mehr gilt. Die Technologie kann man mittlerweile allen Bedürfnissen anpassen und überall einsetzen. Ambiance, Atmosphäre, Stimmung. Genau wie Musik kann uns auch Licht beeinflussen, kann unser Verhalten verändern, unsere Befindlichkeit verbessern. Der altehrwürdige Berner Kursaal wird zurzeit für 35 Millionen Franken umgebaut. Die Neueröffnung ist für August geplant. Bereits fertig ist der Eingangsbereich. Die spektakuläre Decke der Architekten Herzog und de Meuron ist ein Blickfang. Über und in der Decke sind 900 LED-Leuchten versteckt. Die Lichtplaner und Lichtgestalter haben die heutigen Möglichkeiten von LED-Chips voll ausgeschöpft und alle Vorteile der Technologie genutzt. Das bringt natürlich erstens einmal eine Stromeinsparung, weil wir mit diesen LED-Leuchten etwa ca. 80% der Energie einsparen gegenüber herkömmlichen Leuchten. Es bringt aber auch, dass man mit den gleichen Leuchten ein Grundlicht machen, ein weisses, und man könnte mit allen möglichen Farben den Raum inszenieren, wie es uns gerade beliebt, je nach Veranstaltung, die in diesem Raum gewünscht ist, können wir das Licht anpassen. 80% Stromeinsparung. Das ist beeindruckend. In den Leuchten steckt ein quadratischer Chip mit 16 Leuchtdioden. Damit kann die unglaubliche Zahl von 4,2 Milliarden Farben erzeugt werden. Völlig andere Umgebung, gleiches Thema. Energieeffizienz. Im Rangierbahnhof Limmattal wird es nie wirklich Nacht. 1200 Natriumdampflampen erhellen die Gleise. Die Leuchten haben eine Lebensdauer von 4 Jahren. Das heißt, jährlich muss ein Viertel aller Leuchten ausgewechselt werden. Das soll ein Ende haben. Seit 2 Jahren erstrahlt zu Testzwecken eine kleine Ecke des Rangierbahnhofs in strahlendem Weiß. Für die Rangierarbeiter ist nicht die Farbe das Thema, sondern das bessere Licht als solches. Ihr Job ist so schon hart genug. Da ist jeder froh, alles gut zu sehen. Stolperfallen sind im Schein von Leuchtdioden besser Sicht, Wagennummern besser lesbar. Welche verstanden Antworten? Ich habe den Wagen 4482 gefunden. Antworte. Verstanden. 4482 ist richtig. Antworte. Also ich bin der Meinung, das LED-Licht kommt dem Tageslicht sehr nahe. Und das ist sehr angenehm und man kann die Wagennummern auch besser erkennen. Und also zum Schaffen ist es super Sache. Ja. Der Testbetrieb mit LED ist ein voller Erfolg. Projektleiterin ist Pamela Ballmer. Natürlich ist ihr Energieeffizienz von LED wichtig. Aber nicht nur. Für das Projekt ist Arbeitssicherheit natürlich auch eines der oberen Ziele. Das sind auch Konzernziele der SBB. Arbeitssicherheit auf der einen Seite und natürlich Energiekosten sparen und allgemein Kosten senken auf der anderen Seite. Und wie sie gesenkt werden. Um 500.000 Kilowattstunden jährlich oder 30% sinkt der Energiebedarf. Sogar um 75% verringern sich die Unterhaltskosten. Auch für die SBB ist LED das Licht der Zukunft. Und erst noch ein wirksames Mittel gegen die Lichtverschmutzung, weil es sich besser richten und dimmen lässt. In 2 Jahren wird der ganze Rangierbahnhof Limmattal in Weiß erstrahlen. Zurück ins Foyer des Berner Kursaals. Die 900 Leuchten produzieren natürlich Wärme. Nicht übers Licht, sondern durch den Chip. Also hinter den Lampen, direkt unter der Decke. Wenn sie, wie versprochen, 75.000 Betriebsstunden funktionieren sollen, braucht's ein ausgeklügeltes Wärmemanagement.
Mit dem Kühlkörper, mit diesen Rippen, da führen wir die Wärme eigentlich wieder ab. Es gibt verschiedene LED-Leuchten auf dem Markt. Das Produkt hier hat sicher die Eigenheit, dass es relativ im Vergleich zu anderen weniger Wärme produziert und sie da mit dem relativ geringen Körper kann gut abgeführt werden. Weil die LED-Leuchten nur handwarm werden, bringen sie zusätzliche Ersparnis. In der warmen Jahreszeit muss der Raum weniger gekühlt werden. Über 20.000 Kilowattstunden pro Jahr, so die Berechnungen, wird bei der Klimaanlage eingespart. Dank LED. Eine Klimaanlage braucht's hier nicht. In den Höllgrotten in Baar im Kanton Zug herrschen das ganze Jahr 10 Grad. Die Besucher werden das bekannte Ausflugsziel ab April in neuem Licht erleben. In LED-Licht. Verantwortlich für die neue Gestaltung ist Ausstellungsmacher Roland Eberle. Er hatte an die Leuchten ganz spezifische Anforderungen. Einerseits muss es die Eigenschaft haben, die Gesteinsfarben, die Tausende oder Hunderttausende von Gesteinsfarben, wirklich gut rauszuholen. Das Zweite ist, dass sie absolut wasserdicht ist und korrosionsfest. Das Dritte ist für mich ein wesentlicher Faktor gewesen, dass sie wirklich stromsparend ist. 90% des Stroms werden eingespart. 250 kleine Leuchten mit je 3 oder 1 Watt Leistung machen die Höllgrotte nicht einfach hell, sondern beleuchten ganz gezielt besonders schöne Stellen der Tropfsteinhöhle. Gestaltung statt einfach Beleuchtung also. Und während früher im Licht der alten Spots fürs menschliche Auge alles in einem einheitlichen Braun-Gelb erstrahlte, kann man jetzt erstmals wirklich die unterschiedlichen Farbtöne von Wänden, Stalaktiten und Stalagmiten erkennen. Montiert werden die korrosionsfesten Spots von Spezialisten, die nicht von der Elektronik herkommen, sondern aus der Höhlenforschung. Sie erkennen mit ihrem Fachwissen die interessanten Nischen und Gebilde sehr genau und wissen, was ins rechte Licht gerückt werden muss. Energieersparnis, Farbechtheit, Lebensdauer. LEDs haben auch hier nur Vorteile und machen einen weiteren Nachteil der alten Leuchten wett. Die Glühbirnenbeleuchtung ist da seit 120 Jahren in dieser Höhle rein und hat an verschiedenen Stellen eigentlich Moosbildung gemacht, weil eben Glühbirnen einen UV-Lichtanteil hat. Und das hat das LED nicht. Die LED-Leuchten in der Höllgrotte werden praktisch wartungsfrei sein. Während hier früher durchschnittlich pro Tag 2 der alten Glühlampen ausgewechselt werden mussten, sollen die neuen LED-Spots 20 Jahre lang brennen. Ausstellungslicht wie in der Tropfsteinhöhle bei Baar, großflächiges Arbeitslicht wie im Rangierbahnhof Limmattal oder farbiges Ambiancelicht wie im Berner Kursaal. Leuchtdioden funktionieren überall. LED ist für jeden Bereich das Licht der Zukunft oder eben schon der Gegenwart. Auch für die Heime gibt